heute Abend im Heidelberger Betriebswerk. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend nicht nur John Eckert zu Gast haben, einen Kontrabassisten von uns, der heute sich durch den Autobahndschungel aus Hamburg hierher gekämpft hat und tatsächlich 30 Minuten vor Ihnen hier gelandet ist. Es muss sehr schwierig gewesen sein heute auf den deutschen Autobahnen. Wir freuen uns aber auch, weil wir heute eine neue Reihe starten mit John, und zwar Klangforum Solo. Das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass wir jetzt seit 2,5 Jahren hier zu Gast sein dürfen und hier nicht nur unsere Probenräume haben, sondern auch zunehmend Konzerte veranstalten dürfen und es auch sehr gerne tun. Und unsere Musiker, die aus ganz Europa regelmäßig hierher kommen für die Projekte, diesen Raum genauso faszinierend fanden, dass immer mehr die Fragen kamen: Mensch, wenn es zwischendurch mal, dass ein Tag leer ist, können wir nicht mal in ein Soloprogramm herkommen. Und kaum haben wir das irgendwie so für uns aufgenommen, kamen auch schon gleich die ersten Anfragen aus den eigenen Reihen. Und so freue ich mich, dass John heute den Auftakt machen wird mit dem Kontrabass. Und ich glaube, so wie Sie den Kontrabass vielleicht noch nie gesehen, erlebt und gehört haben. Sondern dass es auch im November schon weitergeht mit dem nächsten Soloabend und einem Bariton aus unserem Ensemble der Schola Heidelberg, dem Georg Getka. Also sollten Sie heute Abend schon mal den Eindruck haben, Mensch, es ist toll, wenn Sie als Ensemble auftreten, aber auch im Solo-Konzert ist es spannend, seien Sie auch dazu herzlich eingeladen. Alle Informationen dazu finden Sie da draußen. Der John wird nach dem Konzert auch noch da sein und auch gerne alle neugierigen Fragen beantworten zu seinem Programm, denn er selber hat gesagt, ich soll zu seinem Programm gar nichts sagen, sondern es soll einfach wirken und alles Weitere werden Sie hoffentlich miterleben, was da ist. Und er hat davor noch einen kleinen Stand aufgebaut, wo man gut sehen kann, warum er diese enge Verbindung auch zu Holz und der Natur hat. Vielleicht die schwedische Herkunft, vielleicht das Instrument. Wir werden es vielleicht im Laufe des Abends heute gemeinsam erfahren. Viel Vergnügen mit John Eckert und Kontrabass Solo. Ich soll Sie noch darauf hinweisen, dass bitte alle Handys vollständig ausgeschaltet werden, denn es ist ein sehr leises Instrument. Sie hören schon, wir haben auch die Heizung jetzt abgeschaltet, damit Sie wirklich dieses Konzert jetzt für die Zeit genießen können. Viel Vergnügen.
Thank you.